Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße euch bei Kachelmann Wetter hier zum Wochenstart. Es gibt ja auch direkt was zu berichten, denn ein Tiefausläufer, der wird nach Deutschland ziehen, schon am heutigen Montag, wird dann auf die kalte Luft treffen. Ja, und dann gibt es teilweise Schneeregen, Schnee und auch mal gefrierenden Regen, also Eisregen. Es gibt einen richtigen Glättemix in der Nacht auf Dienstag bzw. am Dienstagmorgen. Wir schauen uns mal an, wo das genau der Fall sein wird und blicken auf die Entwicklung des signifikanten Wetters. Wir sehen in diesen Karten, grün ist Regen, blau ist Schnee, rot ist Eisregen und orange ist Schneeregen. Wir sehen diese Mischung, dann diese bunte Mischung, die sich ausbreitet. Schauen mal auf die Karten jetzt ab 21 Uhr heute Abend. Zunächst mal sehen wir, im Nordwesten ist es überwiegend der Regen, überwiegend grün. Hier ist es natürlich jetzt aktuell am Morgen auch noch häufig richtig frostig kalt. Das heißt, wenn das Ganze am Nachmittag im Nordwesten aufkommt, wo die Böden dann noch gefroren sind, kann es auch mal stellenweise durchaus zu gefrierendem Regen, zu Glätte kommen. Aber eine große Geschichte wird es nach Nordwesten sehr wahrscheinlich nicht werden. Das breitet sich dann in der Nacht weiter nach Südosten aus und trifft dann immer mehr auf kältere Luft und geht dann in Schneeregen und teilweise auch gefrierenden Regen über. Gefrierender Regen am ehesten nach Südwesten hin, so Saarland, Rheinland-Pfalz, aber auch bis nach Hessen rein, westlicher Mittelgebirgsraum, die Landesmitte, da durchaus eben auch Eisregen dabei. Der Regen wird sofort gefrieren dann auf den teilweise richtig kalten Böden noch. Also aufgepasst, hier gibt es dann doch richtig eine Glättemischung. Wir sehen das ganz gut, dass dann aber auch häufig, je weiter das weiter in der Nacht nach Südosten vorankommen wird, immer mehr Blau dabei ist, das heißt dann Schnee, teilweise vorübergehend bis in tiefere Lagen, wo das auf die kalte Luft trifft. Am meisten, am ehesten trocken bleibt es aber noch weiter so Richtung Lausitz vor allem und im Südosten von Bayern bis morgen früh noch. Wir schauen uns dann mal die Vorhersage an für die Nacht zum Dienstag und den Dienstag tagsüber. Wir sehen, im Nordwesten ist es in der Nacht dann schon überwiegend der Regen. Hier kommen dann von Nordwesten, hier dreht der Wind doch deutliche Plusgrade schon in der Nacht rein. Je weiter man dann eben nach Süden in die Landesmitte kommt, da wird es diese Glättemischung aus teilweise gefrierendem Regen und auch Schnee geben. Trocken bleibt es, wie ich gerade schon erwähnte, vor allem dann noch am Dienst, in der Nacht zum Dienstag Richtung Lausitz, aber auch so in Südostbayern und Richtung Alpen wird wahrscheinlich bis morgen früh dann noch gar nicht viel ankommen. Am Dienstag tagsüber zieht sich das immer weiter nach Süden zurück. In den tiefen Lagen allmähliche Entspannung der Glättesituation auch im Süden. Die Schneefallgrenze steigt so auf etwa 600 Meter. Wir sehen dann aber auch die Temperaturen, große Unterschiede mit den deutlichen Plusgraden nach Nordwesten hin, ja, und dann eben die kalten Werte noch teilweise nur um 0 Grad im Südosten, vor allem von Bayern bzw. im Osten von Bayern. Schauen wir uns mal an, was an Schnee runterkommt. Die berechnete Schneehöhe, ich habe zwei Karten, zunächst mal für den Dienstag um 7 Uhr und dann eben dann auch für den Dienstagabend, was eben tagsüber noch runterkommt. Wir sehen, am ehesten bleibt der Schnee liegen, wo sich mal eine geschlossene Schneedecke etwas länger halten kann, so in der Landesmitte, vor allem natürlich, je höher man kommt, desto besser die Chancen, aber wir sehen auch, es wird vor allem auch Richtung Alpen keine große Schneelage sein. Teilweise sehen wir ganz gut hier auf dieser Karte Richtung Alpen, aber auch Südostbayern soll gar nicht so viel in Sachen Schnee zusammenkommen. Nach Norden und Nordwesten, da ist Schnee sowieso kein Thema. Ja, wir schauen uns dann jetzt nochmal an eine Karte aus unserer Wetteranalyse. Das ist ein Beispiel und damit könnt ihr die Lage heute genau verfolgen. Das ist ein Beispiel von vor zwei Jahren. Wir sehen genau, wie in diesen Karten, die ich eben gezeigt hatte, grün und blau wird unterschieden, also Regen und Schnee. Das gibt immer alle 5 Minuten ein Update, also wie ein Regenradar, ähnlich wie ein Radar. Könnt ihr damit genau verfolgen, das werde ich euch hier oben mal verlinken. Also da immer mal ein Auge drauf haben, wo auch rot gefrierender Regen dann zum Beispiel ein Thema wird. Wir blicken noch auf die Aussichten kurz dann für den Mittwoch und den Donnerstag. Wir sehen, die Lage beruhigt sich. Es wird am ehesten nach Westen hin immer mal wieder noch ein bisschen Regen oder Schneeregen geben. Nach Osten so vor allem am Mittwoch wahrscheinlich sogar recht freundlich. Also die Wetterlage wird sich beruhigen. Häufiger wird es wieder trocken bleiben in Deutschland. Insgesamt recht frisch. Am mildesten in Anführungszeichen noch nach Nordwesten hin. Am kältesten tendenziell so nach Süden und Südosten hin. Ich wünsche euch damit erstmal einen guten Start in die Woche. Macht's gut, bis bald und ciao.